Guten Morgen, Shorty. Wie du siehst, siehst du nichts. Es ist 6 Uhr morgens. Wir beginnen jetzt die Arbeit. Heute Gülle fahren. Hier, ja, sieht man nicht. Steht unser Deutz im Grubber dran, weil wir die Gülle nach dem Ausbringen gleich eingrubbern. So, ich gehe jetzt erstmal los. Gülle aufrühren. Und werde mich nachher nochmal bei dir melden. So, ich habe jetzt alles angeschmissen. Habe unseren kleinen Case CS 120 PS mit dem Rührgerät. Ja, man sieht nicht viel. Wir rühren jetzt die Gülle auf, weil bei Gülle, oder wir haben ja Gärreste aus der Biogasanlage, die Feststoffe setzen sich immer nach oben ab. Also es ist nicht, es gibt unterschiedlich, bei Schweinegülle gehen die Feststoffe nach unten, bei Rindergülle gehen die Feststoffe nach oben. Gärreste setzen sich auch die Feststoffe oben ab. Und damit es da zum Schluss keine Schwimmschicht übrig bleibt, werden die Gärreste immer aufgerührt vom Ausbringen. Und so verhindert man, dass Stoffe oder Teile übrig bleiben. So, ich rühre jetzt fertig auf. Dann werde ich aufladen. Beim Aufladen melde ich mich kurz wieder. So, jetzt haben wir angeschlossen. Die ist jetzt ein bisschen laut. Wir fahren heute mit dem Case CVX 195 für ein BSA-Güllefass mit Schleppschlauch. 15,5, also 15.500 Liter, 14 Meter Arbeitsbreite. Machen jetzt das Fass voll, ziehen jetzt hier aus der Grube, hinten steht noch unser CS zum Rühren. So. Und dann sehen wir uns auf dem Acker wieder. So, wir sind am Acker angekommen. Machen wir erstmal die Flügel raus. Dann bringen wir die auf Stellung. Dann richten wir den ganzen Kladderadatsch ein mit Drehzahle. So. Haben wir noch die falsche Zapfwelle drin. Jetzt wird's besser. Einmal an. Und los geht. Mal, wie schnell wir fahren. Ja.
Oh, Sonnenaufgang! So, Ende vom Acker, jetzt brauche ich wieder beide Hände. Ja, das Interessante ist halt, wir haben einen vorgepflügten Acker. Ah, sieht man jetzt nicht, schade. Das heißt, wir haben das Gewicht, was wir haben im Fass, drückt das Fass richtig in den Boden rein. Gerade wenn wir eine leichte Hanglage haben, wenn es einen Berg hoch geht, durch das, dass der Boden weich ist, locker ist, wie beim Winter aufgefroren ist, haben da die Schlepper als richtig zu kämpfen, Grip zu finden. Das Fass drückt den Boden, was die ganze Sache noch schwieriger macht, um vorwärts zu kommen. Das sind als richtige Zitterpartien, komme ich den Berg wieder hoch oder nicht? So, ich bin wieder auf dem Heimweg. Acker ist fertig. Sonnenaufgang zur Linken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt Spaß. Wir lesen und hören uns. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt haben wir einen Schlepper getauscht. Ein Deutz. Und wir haben dran den Köckerling mit 6 Meter Grupper. Und arbeiten die ganze Gülle, die wir ausgebracht haben, arbeiten wir jetzt ein. Es wackelt hier ein bisschen. Ja. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und wenn wir den Acker hier fertig haben, dann gehen wir wieder ausfahren. Dreiecker. Und wenn die Dreiecke ausgefahren sind, gehen wir wieder einarbeiten und so weiter. So, ich werde mal weiterarbeiten. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir lesen uns. Bis dahin. Tschüss.